Hallöchen. Ja, jetzt komme ich hier zu einem etwas längeren Video, wo ich eigentlich einen Stream drüber machen wollte. Das Video wird länger, ich versuche es in Kapitel zu unterteilen. So, den Stream versuche ich für oben in der Ecke irgendwo mal zu verlinken. Wer Lust hat, kann sich den ja reinziehen. Ist aber ungefähr 2 Stunden lang. Ich versuche das mal jetzt hier irgendwie zu erklären, was ich gemacht habe und warum ich dieses Gerät habe. Und zwar, dieses Gerät ist nicht meins. Das mache ich nur für jemanden Bekannten fertig, der sich die auch aus eBay gekauft hat. Für teuer Geld, sage ich mal so. Also für ihn auch teuer Geld. Er hat auch nicht so viel Geld. Ist aber so ein Konsolensammler und so weiter. Möchte dann auch gerne mal sowas haben. So, man sieht schon, es ist ein Cinch-Anschluss dran, aber dreimal rot. Wusste erstmal nicht, wo ist da überhaupt Video. Das hat er dann irgendwann mal rausgekriegt, nachdem er da Strom reingemacht hat, aber wusste nicht genau wie. Haben wir dann irgendwann rausgekriegt, er hat sich dann da irgendwie 10 Volt zusammengebastelt und da reingesteckt. Center positiv, so wie es eigentlich Standard ist. Ist an meiner Mega Drive auch Standard, Center positiv. Und hatte dann hier irgendwann mal ein Bild rausgekriegt. Man wusste dann, aha, das Video und das Rest ist Audio. Was nur links, rechts ist. Es spielt jetzt keine Rolle, weil das Ding ist Mono. Die sind beide verbunden. Das ist Mono. Spielt keine Rolle, welcher da links, rechts ist. Und das Bild war totale Scheiße. Das flackerte, die Farben stimmen nicht und ja. Ist NTSC. Was steht hier auf der Kiste drauf? Das ist hier das Modell Master System Powerbase PAL-G. Ich hoffe, man kann das so sehen. Heißt eigentlich, ist es ein PAL-Modell. Deutsch. Deutschland oder PAL oder wie auch immer. Modellnummer 3006-18. Das ist die, sag mal, nicht weiterentwickelte, aber die abgespeckte Version von dem Sega Master System, dem großen. Was ist das? Ja, rechteckigen Kasten. Wenn ich ein Bild finde, blende ich es mal ein. Das ist nicht die Weiterentwicklung, das ist die abgespeckte Version. Das ist ein bisschen komprimierter. Und ich glaube, eine Reset-Taste fehlt und weiß nicht, irgendwas fehlte da noch. Keine Ahnung, haben sie hier rationalisiert, sagen wir es mal so. Und eine Powerleuchte hat das Ding auch nicht. Das hat mich extremst geärgert, dass hier keine Powerleuchte ist. Ich wusste auch nicht, ob da Strom drauf ist oder nicht. Gut. Also, was habe ich gemacht im Stream? Nachdem ich wusste, da kommt ein Video raus, nachdem ich wusste, wie der Strom da reinkommt, ich habe das Ding erstmal zurückgebaut auf Originalzustand, sagen wir es mal so. In Anführungsstrichen Originalzustand. Also elektrisch mit dem Video. Jetzt ist das Ding wieder PAL, jetzt hat das ein vernünftiges Bild. Beziehungsweise ist es ein bisschen vielleicht ein bisschen zu dunkel und ein bisschen zu viel Farbe drin, aber das macht nichts. Das ist Einstellungssache Fernsehen. Fernsehgerät, Monitor, wie auch immer. Kann man ja alles machen. So, was habe ich jetzt so vor? Was will ich jetzt hier machen in diesem Video? Weil ich das nicht mehr im Stream schaffe. Ich will irgendwie jetzt hier im Video machen erstmal die Cinch-Anschlüsse, die bleiben dran. Die bleiben auch verbunden, beziehungsweise ich verbinde sie neu. Dass das vernünftig gelötet ist, dass da Komposit und Audio rauskommt. Der RF-Ausgang fliegt raus. Braucht derjenige nicht, habe ich gefragt. Wer nutzt das heutzutage noch? Das ist kein schönes Bild darüber. Da ist Komposit schon besser. Und was geht noch besser? RGB über SCART. Es wäre jetzt noch S-Video möglich, könnte ich auch noch draus bauen, aber wozu noch S-Video, wenn ich RGB kann? Wenn ein SCART-Anschluss S-Video kann, dann kann da auch RGB und zwar rot, grün, blau getrennt. Auf alle Fälle. Und dafür nutze ich jetzt diese zwei Stecker oder Steckerbuchse-Kombination. Das ist ein 2, 4, 6, 6 Poliger. Eigentlich bräuchte ich 7, aber 6 geht auch. Ich habe schon überlegt, wie. Die Buchse, weil ich nicht zum Platinenlöten habe oder so dafür in der Konfiguration und was finden mit Stecker und hast du nicht gesehen,
Es ist ihm auch relativ egal, Hauptsache er hat ein vernünftiges Bild. Kommt dieser Stecker mit einem Stück Kabel da direkt reingelötet und guckt dann hinten raus. Und dann kommt dann ran RGB, die Komposit als Zync-Signal, die 5 Volt Schaltspannung, dass der SCART auch weiß, jetzt bin ich auf RGB, hier kriege ich 5 Volt, schalt um auf RGB, ansonsten nimmt der Komposit bzw. S-Video, je nachdem, ob die Pins so belegt sind, in dem SCART-Stecker. Und da es Mono-Audio ist, kann ich auch Audio hier rausnehmen und die Masse von dem Metallgehäuse nehmen. Ich hatte erst gedacht, Masse auf dem Pin und Audio über eine Cinch-Kupplung hinten mit drauf, die an dem Kabel rauskommt. Weil der Stecker kommt jetzt an einem direkten oder kommt direkt an einem SCART-Kabel ran, um dass er das direkt verbinden kann. Ich lasse ihn aber noch die Option, dass er hier auch mit Cinch arbeiten kann, mit Komposit. Ich weiß nicht, was er da genau für Fernseher hat, aber ich glaube, er hatte sich da noch so einen Kasten besorgt, der auch RGB komplett durchschleifen kann von 7 Geräten automatisch hin und her. Keine Ahnung, irgendwie hat er sich da was gekauft. Das ist irgendwie so ein ganz teures Gerät damals gewesen. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Kann man verschiedene Geräte anschließen und der schaltet das automatisch hin und her und man kann von einem zum anderen aufnehmen und hast du nicht gesehen. Alles automatisch, elektrisch, elektronisch besser gesagt. So, und dann kommt hier noch ran eine Powerleuchte. Aber für die Powerleuchte bohre ich hier kein Loch und mache da irgendwo eine LED rein oder sowas. Es gibt eine Modifikation, aber ich lasse das Ding original, wie es ist, also so wie es jetzt ist, nicht weiter kaputt machen. Und zwar ist das der Original-Powerschalter. Nun ist da aber unten einer drinne. Ja, Hier gibt eine Modifikation für diesen Powerschalter. Man könnte hier in der Mitte, wo der Schlitz ist, das aufsägen. Ein bisschen ausbohren, eine LED rein, die Beinchen da irgendwie noch rausholen, ein Kabel anlöten und dann, wenn man sie einschaltet, leuchtet der. Ich habe aber einen 3D-Drucker und habe diesen Powerschalter selbst gedruckt. Und jetzt mache ich hier ein Kapitel wegen 3D-Drucker. Als ich diesen gedruckt habe, den Schalter hier, fing mein 3D-Drucker an zu spinnen. Anscheinend verabschiedet sich jetzt gerade die Heizpatrone und der Thermistor oder eins von beiden irgendwie, warum auch immer. Er hat immer Fehler beim Aufheizen. Wenn er denn aufgeheizt ist, läuft er, aber er spinnt. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Und ich brauche auch da, weil ich für denjenigen noch einen Riemen drucken müsste. Für ein Gerät, was er da hat, das muss kein präziser Riemen sein, aber da kriegt man keine Ersatzteile mehr für und da müsste ich einen Riemen drucken. Ist nur ein Antriebsriemen für eine Mechanik, muss nicht präzise sein. Bräuchte ich auch noch was und ich habe das bei Amazon mal verlinkt als Dringlichkeit. Das ist eine Bemerkung dran mit richtiger Dringlichkeit, was genau ich brauche. Weil 3D-Drucker, ja, ist mein Dings, ja, Lebensretter, sagen wir mal so, auch für solche Sachen. Dann brauche ich da nicht so Sachen kaputt machen und kann sie einfach nachdrucken. Oder wenn kaputte Sachen da sind, kann ich sie neu drucken. Ich mache ja selbst viele Reparaturen und so weiter. Und ich habe ja auch ein Video hiervor schon mein neues Spielzeug gezeigt mit dem Akku bauen und da fing das auch schon an mit dem Drucker. Hätte ich das gewusst, dass der Drucker so anfängt zu spinnen und dass mir die Teile fehlen und ich die auch nicht mehr finde für das zum Riemendrucken, hätte ich mir das Spielzeug erstmal gar nicht gekauft, den Schlagschrauber, wisst ihr, was ich meine, und hätte dann erstmal die Teile für den Drucker besorgt. Aber das kann man ja nun nicht wissen. Vielleicht ist ja einer so nett und wenn er es möchte. Also ich bitte jetzt nur drum, wer es möchte. Kann mir ja die Sachen zukommen lassen, ist auf der Amazon-Wunschliste drauf. Ist kein Muss. Absolut kein Muss. Könnt ihr aber gerne machen, wenn ihr wollt. So, nächstes Kapitel. So, also mache ich das Ding jetzt hier soweit fertig. Eine Sache hatte ich noch vergessen und zwar mit der Pause-Taste. Habe ich gestern auch noch gemessen. Das ist so ein, ja, sieht aus wie ein Taster.
der klicken würde, ist es aber nicht. Das ist ein Gummi mit diesem Leitgummi-Gedöns unten drunter. Und ich habe gemessen, ist so inkonsistent von den Werten her. Er schwankt zwischen 200 und 500 Ohm, je nachdem, wie man drückt. Er funktioniert aber, werde ich auch tauschen gegen einen direkten Taster, der klickt, der richtig Null macht. Das hier ist mir zu unsicher. Nachher kriegt er das Ding, will Pause drücken und dann geht's nicht. Weil der schon so vernudelt ist, dass das gar nicht mehr erkannt wird. So, ich werde jetzt hier anfangen, das Ding zu zerlegen. Den ERF löte ich raus. Dazu brauche ich Entlötmaschine. Also meine Entlötpistolengeschichte hier. Und das IC für den Video werde ich auch mal rauslöten, weil der hat RGB-Ausgänge. Aber die sind noch irgendwo angebunden, so wie es aussieht. Aber das geht unter dem IC lang und das muss ich erstmal gucken. Ich werde das jetzt erstmal auseinandernehmen und dann gucken wir uns nochmal kurz das an. Dann zeige ich nochmal, wo was war. Okay, bis gleich. So, nun seht ihr das Ding erstmal vor uns, vor euch, die Platine. Das ist das Gehäuse von innen, da sind die Schinsbuchsen. Das eine Kabel habe ich schon abgelötet, aber das ist mehr gebraten als gelötet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das werde ich noch hübsch machen. Und ich zoome mal auf eine Stelle drauf, wo ich erst durch Zufall im Internet drauf kam. Das ist dieser 5060 Hz Mod. Und zwar mit diesem Pin hier unten. Wo ist er denn da? Der wird einfach abgelötet und auf denn der Pin von dem IC auf Masse gelegt. Und dann ist das Ding irgendwie auf NTSC oder was? Keine Ahnung. Das habe ich erstmal zurückgelötet. Erstmal so grob. Und das IC, was ich rausnehmen will, ist der hier. Das ist der Sony CX-A1145P. Der ist nicht mehr zu bekommen. Es gibt aber in Anführungsstrichen kompatible Ersatzgeschichten dafür. Aber den werde ich rausnehmen, weil diese drei Punkte hier hinten, das ist RGB-Anschluss, da kommt RGB aus dem IC raus. Allerdings gehen die hier hinten unter dem IC irgendwo hin. Und da ich ja die Entlötmaschine habe, kann ich das schön rauslöten. Werde ich gleich erstmal ein bisschen Zinn dran machen an die Punkte, dass ich das ordentlich rauslöten kann. Löte ich dann einmal raus. Sollte funktionieren. Das ist der Pause-Switch oder wie auch immer. Hier steht sogar PAL drauf. Hier ist Pause SW, aber der, ja, der klackt nicht nix. Das ist irgendwie so ein Leitgummi-Gedönse und der ist nicht mehr, geht nicht mehr auf Null. Ein Ausschalter wäre hier. Und hier ist Center Posit, nee, Center Negativ. Und das ist der Spannungsregler und da der kriegt dann Power rein und geht dann kriegt dann Strom. Und da werde ich die LED mit anlöten, dass er dann, wenn der Strom kriegt, die LED angeht. Es wäre vielleicht möglich, hatte er gefragt, ob das auch so geht, ausgeschalten. Rot und eingeschalten grün zum Beispiel. Ich habe bloß so eine LED nicht, keine Bicolor nennen sich die, habe ich so nicht. Vielleicht habe ich eine, weiß ich nicht, aus dem einen Raspberry Pi Kit, aber ich weiß nicht, wo das alles hingekommen ist. Ich habe hier schon so oft gekramt und gewühlt und hin und her geräumt den ganzen Kram, dass ich das nicht mal sagen kann. Und jetzt sehe ich gerade, ja, und da hat er, deswegen habe ich das auch sauber machen müssen, weil er da nämlich an dem RF-Mod, ich hoffe, nämlich auch schon rumgelötet wurde ohne Ende. Und der war nämlich hier hinten alles voll Flussmittel. Hier drum, hier drum. Hier war Flussmittel ohne Ende, darum war Flussmittel, hier war Flussmittel ohne Ende. Das muss ich alles wegkratzen. Hier hinten war, glaube ich, auch noch Flussmittel. Ich kann noch mal gucken. Das habe ich jetzt schon relativ gut sauber gemacht.
Warum ist hier dieser Lötpunkt so komisch eckig? Noch mal kurz ins Gehäuse geguckt. Ja, ist gut. Ne, der kann so bleiben. Das liegt an dem Abschirmblech, dass das Masse kriegt. Das muss so. Gut. Ich werde das jetzt erstmal auslöten und dann werden wir uns wiedersehen. Also, bis gleich. So, Hallöchen. Ich mache einmal kurz so. Also der RF-Mod ist runter, der IC ist runter und ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Ja, ist bei mir jetzt passiert, aber das war nicht komplett meine Schuld. Hier fehlt jetzt ein Stück Leiterbahn. Und da wurde auch das Kabel angebraten von der anderen Seite. Der ging super leicht raus und der hing hier wirklich nur noch an einem Fitzelchen dran, ne? Also, die haben da wirklich schon ordentlich gebraten. Ich habe den nur mit 280 Grad hier rausgelötet. Ging super perfekt raus. Brauchte ich gar nicht lange rummachen. Der RF-Mod, weiß ich nicht. Da ist mir jetzt, ja, weil ich da mal Kabel angelötet hatte, ist das jetzt ein bisschen kaputt. Das macht aber nichts, da muss nichts ran. Ich weiß nicht, ob das Durchkontaktierungen sind oder nicht. Jedenfalls ist da nichts. Das sieht auch so aus, als wenn das gar nicht der Originale wäre. Weil von unten wird das eigentlich ein bisschen abgeglichen. So wie es aussieht. Keine Ahnung. Das scheint nicht der Originale zu sein, weil er fokussiert. Irgendwie Beinchen nachgebogen, als so, dass es da reinpasst. Ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, ob das ein Original oder Ersatz ist. Hier ist noch was mit Hi-Lo an der Seite. Da weiß ich auch nicht. Aber egal, mit dem RGB, ja, da ist nichts unten drunter. Das habe ich dann erst gesehen, als ich dann nochmal Zinn abgesaugt habe. Das sind nur irgendwie Pads. Man sieht auch da schon, dass sie beim Löten da schon das Pad rausgerissen haben. Richtig. So, jetzt werde ich mal gucken. Ich müsste theoretisch hinhauen, wenn ich das aufbohre. Und von meinen Durchkontaktierungen, das nicht, ich habe ja hier die Durchkontaktierung, eine neue reinsetze und dann mit einem Draht das rüber verbinde. Das IC ging super raus, da ist kaum Zinn dran gewesen. Das war, glaube ich, an zwei Bändchen, die ein bisschen höher gezinnt waren. Habe ich noch abgesaugt, aber der ging super raus. Also, ich habe nicht mal heiß gelötet. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Also, das ist echt Wahnsinn. Ich hätte ja jetzt auch gerne hier den Stromanschluss auf Center positiv gesetzt, aber das kann ich gar nicht, weil die das hier auf Center negativ gebaut haben. Ja. Kann ich das eigentlich doch, könnte ich machen. Ich brauche bloß die Spulen links und rechts. Da sind zwei Spulen. Diese zwei Spulen hier, die brauche ich bloß über Kreuz setzen. Dann wäre das Center positiv. Weil das ist jetzt negativ. Das ist der Center-Anschluss. Das ist der in der Mitte.
der geht hier über die Spule und dann auf die Masse. Müsste ich bloß über Kreuz setzen. Und da wäre Center negativ. Ja, Center positiv. Kann ich ja nochmal fragen, ob ich das so umbauen soll. Das ist nämlich kein Problem, das Ding auf Center positiv zu setzen. Auf den Standard. Und diesen Center negativ. Das ist ja ekelig. Da frage ich jetzt mal nach. Und so, den Switch hätte ich ja gleich mit rausnehmen können. Ah, kann ich ja gleich nochmal machen. Kann ja noch rauslöten. Ich frage mal nach und dann werde ich mich mal wieder melden. Bis später. So, ihr seht schon, eigentlich seht ihr nichts. Ihr seht einen Hammer hier. Wozu brauche ich einen Hammer, um eine Spielekonsole zu reparieren? Zeige ich euch gleich. Ich brauchte auch eine AA-Batterie. Ich brauchte auch einen sehr schnell Schraubstock und ja, hast du nicht gesehen. Und zwar geht es um eine bestimmte Stelle. Und ich glaube, jetzt kann man schon erkennen. Sieht irgendwie komisch aus da, ne? Kriege ich noch ein Stück, ne? Machen wir nicht zu viel blenden. Und zwar geht es um, wo habe ich was zum Zeigen hier? Die Stelle hier. Da ist mir ja die Leiterbahn weggerissen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da ist jetzt wieder was drauf. Und zwar habe ich das repariert, indem ich da erstmal eine Durchkontaktierung gemacht habe und ein Stück, ja, da steht, ist ein Stück Metall irgendwie drüber. Das ist plattgekloppter Silberdraht, den ich noch gebohrt habe und dann damit reingesteckt habe. Damit untergeklemmt. Das werde ich beim Löten nachher mit überlöten. Dann hat es einen guten Kontakt. Darunter ist noch ein Stück Leiterbahn von dem Widerstand hier rüber. Das ist mit untergelötet. Das habe ich jetzt so gemacht, damit das so flach wie möglich ist. Weil ich habe keinen passenden IC-Sockel. Alles, was ich da habe, ist zu schmal. Das ist wieder so eine Zwischengröße, die ich nicht da habe. Die kann ich auch nirgendwo ablöten. Ich wollte ihn gerne sockeln, den Chip, aber das macht, geht nicht. Also habe ich das jetzt so repariert. Das war aber auch erst, glaube ich, der vierte oder fünfte Versuch, wo das nachher hingehauen hat. Und dann kommt das IC da wieder drauf, wenn ich jetzt das IC finde. Wo habe ich das denn jetzt? Das lag doch hier, da. Das kommt dann da wieder drauf. So. Passt auch gut drauf. Steht nicht zu weit hoch und gut ist. Und dann ist das repariert. Sollte es repariert sein. Ich wollte das sockeln. Ich habe es ja auch nur runtergenommen, um zu gucken, wegen den RGB-Leitungen konnte man ja jetzt nicht ahnen, dass die nicht da untergehen. Dass das nur Pads sind. Aber das macht ja nichts, ist ja okay. Und ich kann noch einmal kurz, wenn ich das Ding jetzt wieder einmal piepen. Und zwar machen wir mal in die Mitte. Von da außen zu dem I hat Verbindung. Das ist gut. Das muss auch sein. Das ist die Komposit-Videoleitung. Da kommt Komposit-Video raus. So, habe ich das jetzt wieder repariert, so gut ich es konnte. Und normalerweise hätte ich jetzt noch das Zinn abgesaugt und wenn ich gehabt hätte, ich weiß nicht, ob man sowas kaufen kann hier in Deutschland, irgendwie bei Amazon oder was. Hier diesen Silkscreen, diesen Lack, der da oben drauf ist, den gibt es flüssig, den kann man drauf schmieren und in der UV-Lampe dann aushärten, dann ist das auch geschützt. So ist das jetzt offen, muss halt so bleiben. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich habe sowas nicht. Ich mache sowas ja auch nicht jeden Tag. Ich habe schon den Taster getauscht. Es funktioniert. Das ist ein bisschen kurz mit den Beinchen gewesen. Haut aber hin.
habe gemessen, macht auch Verbindung von Masse auf das, auf den Widerstand hier. So, da. Von Masse auf den Widerstand gibt er den Kontakt durch, direkt in 0 Ohm. So will ich es haben. Derjenige, der das Ding nachher wieder kriegt, hat auch gesagt, baut das so um, dass das hier wieder das Center positiv ist. Das ist ganz einfach. Brauche ich bloß die zwei Spulen, die hier darüber und die darüber, also über Kreuz machen. Und dann passt das. Dann ist das nämlich gedreht. Dann ist das standardmäßig Center positiv und nicht negativ. Das ist ja blöd. Dann kann man auch mal ein universalen Netzteil reinstecken, ohne großartig drüber nachzudenken, ob das jetzt Center negativ ist oder positiv ist, ist dann scheißegal. Gut, ich mache dann jetzt hier erstmal weiter. Ich brauche noch einen Schalter, dass ich das hier umschaltbar machen kann. Diesen 50-60 Hertz Geschichte. Und dann mache ich mich an die RGB-Leitung und LED, und dann, wenn das nachher soweit fertig ist, dann sollte das hinhauen. Gut, das ist repariert, das löte ich dann nachher gleich den Chip wieder drauf, mache die Leitung fertig. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich dann soweit fertig bin. Soweit. Okay, bis nachher gleich. Tschüssi. Hallöchen. Oder, naja, Hallöchen, ja. Hallo wieder zurück. Es ist jetzt knapp 2 Tage später sogar. Oder einen Tag später. Ihr seht da schon, ich habe da was gemacht. Und zwar habe ich da ein Kabel reingelötet. Und das ist ein SCART-Kabel. Aber dieses SCART-Kabel ist bäh. Das Bild ist nicht stabil, flackert, ist nicht schön. Wenn es dann mal stabil ist, dann hat es wirklich ein schönes Bild. Aber so geht das nicht. Ich habe auch mit demjenigen geredet, für den ich das ja hier fertig mache. Ja, möchte schon ein SCART-Kabel direkt da dran haben, ja. Ich habe das hier auch mit so einer Dings-Schelle gemacht für Masse. Also, sprich, er möchte es so haben, dass er es per SCART anschließen kann. Und das wollte ich dann ja auch für ihn machen. So, das kommt wieder raus. Das mit meinem SCART-Kabel geht nicht. Jetzt guckt derjenige, ob er ein SCART-Kabel findet, günstig, was dann da rankommt. Er braucht es aber schon ein Stück länger. Also ich habe hier, glaube ich, nur 1,50 Meter. Und er braucht so ungefähr 2 oder 3 Meter, weil er das noch oben, was weiß ich, was legen will. Wir werden mal gucken, ob er eins kriegt und mir zukommen lässt. Und eine Sache noch, die fliegen doch raus. Die will er gar nicht haben. Die sollen raus, und da soll ich dann irgendwie kleine Kappen oder was drüber kleben. Die kann ich ja 3D drucken und dann drüber kleben. Dann ist das gut. Ich habe hier noch einen kleinen Schalter. Das wird auch, glaube ich, ganz schön passend sein, wegen dieser Umschaltung PAL NTSC, dass ich den mit da reinsetze, hier an ein Loch, dass er das umschalten kann. Ich hatte ja erst überlegt, ich könnte ja auch eine SCART-Buchse dort reinbauen, müsste aber das Gehäuse dafür in Anführungsstrichen sehr vergewaltigen, um das da reinzukriegen. Und das macht dann wiederum keinen Sinn, da jetzt extra noch das zu machen. Das Gehäuse ist schon kaputt, und noch weiter kaputt machen, nein, machen wir nicht. Sehe ich auch nicht ein, habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte das nicht weiter kaputt machen. Dass hier schon die 3 Löcher reingebohrt wurden, ist schon Vergewaltigung genug. Sowas macht man in Anführungsstrichen nicht. Aber das kann man ja zu damaligen Zeiten nicht wissen. Ja, jetzt warte ich nur noch auf den SCART-Stecker, dass ich das weiterbauen kann. Ich könnte jetzt schon die LED und das fertig machen, aber ganz ehrlich, es macht jetzt im Moment keinen Sinn, hier weiterzumachen, solange ich das SCART-Kabel nicht habe. Und würde jetzt hier erstmal
das Video mit beenden. Und in dem nächsten Teil dann fertig machen, wenn ich das Gartkabel habe. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Das kann jetzt bis zu 4 Wochen dauern, je nachdem. Weil ich auch noch mal für 1 oder 2 Wochen nicht zu Hause sein werde. Ja, muss ich mal gucken, wann, wie auch immer. Wenn es jetzt schnell geht, dann in den nächsten Tagen. Wenn es länger dauert, dann ja in relativ wenigen Wochen. Dann jetzt macht die Kamera wieder einen Abgang. Kartenfehler. Na, ich sage es jetzt noch mal so. Muss ich entschuldigen. Also dann in wenigen Wochen geht es dann weiter. Also danke fürs Zugucken von diesem Teil. Ich nenne ihn mal Teil 1,5. Weil ist ja der Stream noch vorher gewesen. Also sehen wir uns im zweiten Teil dann wieder, wenn ich die richtig fertig mache mit einem richtigen Skatkabel. Okay, bis dann. Tschüssi.